Hammer. Ich bin der Thor. Meine Mutter hat mich eigentlich Victor genannt. Es war mein Vater aber zu lang. Hätte meiner Mutter gesagt, es muss kürzer sein, sie können sich aussuchen, entweder Fick oder Tor. Hammer. Also heiße ich den jetzt. Ich hatte es als Kind nicht so einfach. Ne? Ich hatte auch nicht immer meine Eltern dabei. Ich hatte oft eine Babysitterin als eine Torhüterin. Und er wieder sagt, also ich weiß nicht, wie da hinten die Stimmung ist, aber hier verrecken sie teilweise. Wenn das so weitergeht, könnt ihr nachrücken. Hammer. Ja, weil heute so viele Kinder da sind. Als ich Kind war, habe ich immer gegen Hauden Lukas gespielt. Kennt ihr Hauden Lukas? Hauden Lukas. Und zwar habe ich es so lange gespielt, bis die Eltern vom Lukas... Ja. Oh, ne? Wenn ihr den Witz kennt, dann macht ihn doch Sinn, oder? Entweder ihr klatscht alle oder gar nicht. Komm, setz dich, du Punzer. Jetzt wird der Mensch, der Punzer sucht seinen Platz. Aber auf dem Toilette war Arsch gewonnen. Jetzt haben dich ganz Deutschland gesehen. Wenn du jetzt durch Deutschland läufst, sagen sie, guck mal, das ist der Punzer. Das ist der Punzer. Als Hannoveraner zuschauen, Punzer ist nicht ohne Wasser. Schießen, tröpseln. Pinkeln, ja. Gut, dass das jetzt klappt. Letztens habe ich so gemacht mit dem Hammer, der ist mit dem Hammer hier so drauf. Oh. Hier so drauf, und dieser was kaputt gegangen ist, der Hammer. Ja, du lachst da vorne bei dir, machst vielleicht Klingelingeling. Aber bei dem hast du Glocken. Glocken von Istanbul. Die Mutter vom Türk lacht sich kaputt auf. Die Tante Helga hat gesagt, na, da sitzt sie. Die Tante Helga hat gesagt, es könnte ja schon sein, dass ich in meinem früheren Leben mal der Donna Cotto war. Ich soll doch mal Reinkarnationstherapie machen. Da kann man unter Hypnose feststellen, ob man früher mal gelebt hat. Ja, da bin ich dahin zu diesem Hypnoterroristen. Ne? Da hat er, ja, da hat er immer so ein Pendel vor mein Gesicht geschwungen. Immer so hin, nee, ich glaube, das war ein Berufspendler. Ein Depp war das, ein Depp. Luftpumpe war aber ehrlich. Als ich mit dem Hammer auf seinen Kopf gehauen hat man nur noch den Mundschutz gesehen. Also, das bist du in einer anderen Dimension, also für mich war das nichts. Aber die Tante Hilde hat es durchgezogen. Die war dort, die hat es ernst genommen. Und da haben sie festgestellt, jetzt Achtung. Haben sie festgestellt bei der Tante Hegge, dass in ihrem ersten Leben die Kleopatra war. Ja, rein optisch, wenn man da nie drauf gekommen. Und die Kleopatra war bestimmt auch überrascht, dass jetzt die Tante Hegge aus Mannheim ist. Ne? Und wusstet ihr das? Lucien? Hä? Lucien? Ich hab Sticks vergessen. Scheiße! Ich hab's in der Hammer. Lucien? Jetzt stell dir mal vor, das geht so zwei Stunden so. Dann geht ihr nach Hause und dann fragen die Leute, wie war's, Programm? Und sagt ihr, Lucien, Lucien? Ja, du musst schon weitermachen.
Es gibt Momente, da habe ich mehr Spaß als ihr. Ich hab nicht bezahlt. So jetzt. Oh Mann. Leute, Husten. Ich habe noch nie so lange getraut, aber ich meine, muss alles nehmen. Jetzt habe ich die Kleopatra war ja nicht nur Königin, das war auch die erste Influencerin. Doch, die hatte viele Sklaven, das nennt man heute Follower. Und die hat immer gerne in Eselsmilch gebadet, macht zwar dumm, aber schön. Influencerin halt. Jetzt wollt die Tante Helga auch in Eselsmilch baden, wie die Kleopatra. Ja, die Tante Helga wollte auch schön sein, weil dumm war sie ja schon. Jetzt aber hat sie keine Esel gehabt. Ne? Dann ist sie irgendwo in so einem Stadtteil vorgestanden und dann ist sie. Ja, hier in meinem Lachen, die aber eher woanders wohnt, googelt halt. Auf jeden Fall ist die dann hier so ein Bauernhof in so einen Stall rein, hat versucht, einen Esel zu melken. Es gab nur zwei Probleme. Erstens, war sie Pferd? Da war sie. Ja, ich lach, weil ich weiß ja, was jetzt kommt. Und zweitens, ein Händchen.